Ja, hallo Leute, hier ist das Snowleopard 1234567 mit einem weiteren Video. Wie ihr alle wisst, war heute die WWDC Keynote. Und zwar die Keynote wurde von Steve Jobs geleitet und ich will euch jetzt einfach kurz die neuen Dinge vorstellen, die eben gezeigt wurden. Als erstes hätten wir da OS X Lion, also das neue Mac OS X, neue Betriebssystem. Ja, jetzt haben wir haben ja alle schon gesehen, verschiedene Entwickler-Beta, also Testversionen und auch schon eine kleine Vorstellung auf der Apple Homepage selbst. Jetzt sehen wir viel, viel mehr. Gleich zu Mission Control, und zwar Mission Control ist das neue Kommandozentrum für den Mac. Das Ganze sieht so aus, also ist eine Kombination aus Exposé, Spaces und Dashboard. Und zwar sehen wir hier schon sehr schön, hier haben wir dann alles auf einen Blick. Zum Beispiel haben wir hier drei Safari-Fenster geöffnet und so weiter. Also das hier oben haben wir dann die verschiedenen Spaces, also die verschiedenen Schreibtische und die Vollbild-Apps. Aber zu dem kommen wir noch später. Als nächstes haben wir mit drei Fingern nach links oder rechts ist zwischen geöffneten Apps wechseln oder zwischen den einzelnen Spaces oder eben den Vollbild-Apps. Mit zwei Fingern wird wie immer gescrollt. Wenn man mit zwei Fingern tippt, hat man jetzt neue, so wie am iPhone oder am iPad, Zoom. Und zum Aufziehen und Zuziehen ist Zoomen. Also das funktioniert jetzt viel, viel flüssiger als in Snow Leopard. Und dann haben wir noch mit zwei Fingern zum Beispiel in Safari navigieren. Weiteres neues Feature, wie schon oben angesprochen, sind Apps im Vollbildmodus. Ja, Apps können jetzt die meisten auch im Vollbildmodus verwendet werden, zum Beispiel wie wir es schon bereits bei iPhoto kennen. Kann das Ganze jetzt auch für Safari verwendet werden oder hier für Mail oder eben wie gesagt für Safari. Photobooth, die werde ich euch auch nochmal genauer erklären. Und auch für die Übersicht kann man das jetzt neu im Vollbildmodus verwenden. Mission Control habe ich eben oben schon erläutert. Eben die Kommandozentrale für den Mac, um alle Fenster und alles Geöffnete gut im Überblick zu behalten. Dann der Mac App Store, dazu werde ich jetzt eigentlich nicht mehr viel erzählen, da der Mac App Store bereits von Snow Leopard bekannt sein sollte. Dann neu das Launchpad. Das Launchpad funktioniert wie der Home-Bildschirm des iPads oder des iPods oder des iPhones. Und zwar klickt man hier auf dieses Icon. Das hier ist das neue Launchpad-Icon. Da klickt man einfach drauf und dann öffnet sich hier das Launchpad. Man kann es auch noch öffnen, indem man vier Finger zusammendrückt. Und wenn man es wieder auseinanderdrückt, geht es wieder weg. Ja, dann klickt man hier einfach drauf und dann wird ein Programm geöffnet. Finde ich auch ein sehr cooles Feature, also fällt hier unten jetzt der Programmordner weg. Weiteres neues Feature haben wir Resume. Und zwar haben wir jetzt zum Beispiel zwei Safari-Fenster geöffnet, ein Pages-Fenster und ein, wie hier gezeigt, iCal-Fenster. Ja, und diese brauche ich zum Beispiel noch, jetzt muss ich ins Fußballtraining, möchte meinen Mac aber nicht eingeschaltet lassen. Und möchte aber, sobald ich nach Hause komme, genau an der Stelle weiterarbeiten, wo ich beendet habe, wenn ich das Ganze zum Beispiel für die Schule brauche. Deswegen klicke ich einfach ganz normal, wie schon bekannt, auf Ausschalten. Oben hier Apple-Logo ausschalten. Und dann wird man gefragt, will man denn, wenn man den Mac neu startet, dass alles genauso zurückgesetzt wird, wie man es verlassen hat. Wenn man dann das Häkchen anklickt, wird es alles zurückgesetzt, also man startet den Mac neu und hat die Fenster genauso geordnet, wie man es zuvor hatte. Dann wird das Ganze jetzt automatisch, haben wir jetzt eine automatische Dokumentensicherung. Das heißt, wir brauchen nicht mehr jetzt auf Sichern unter und so weiter und so fort, sondern das Ganze wird automatisch gesichert. Finde ich auch ein sehr cooles Feature. Dann Versionen. Versionen ist ein neues Feature und zwar bearbeite ich jetzt ein langes, aufwendiges Dokument, habe zum Beispiel schon viele Bilder, Text und alles schön gearbeitet und dann komme ich drauf, ja, die Version vorher hat mir aber besser gefallen, wie komme ich jetzt da wieder zurück?
Dazu klicke ich einfach hier drauf, also gehe ich auf Versionen und dann bekomme ich hier so ein neues Time Machine Fenster, ähnliches Time Machine Fenster. Und dann kann ich das Ganze hier ansehen. Ein weiteres neues Feature ist AirDrop. Und zwar mit AirDrop kann man jetzt zwischen verschiedenen Macs, die sich im selben WLAN-Netzwerk befinden, Daten austauschen. Und zwar wird für jeden Mac der andere Mac sichtbar. Dann zieht man zum Beispiel ein Dokument auf diesen Mac und dann kann man das einfach rüber schicken. Dann Mail. Jetzt gibt es Mail 5. Mail wurde ganz neu überarbeitet. Also hier seht ihr schon, sieht jetzt eher iPad-ähnlich aus. Was ich ziemlich cool finde. Und dann habt ihr jetzt noch neu so eine Art Chat-Ansicht. Ja, und Mail kann jetzt auch im Vollbildmodus verwendet werden. Dann haben wir noch Lion Server, aber das sollte eigentlich für die meisten Leute uninteressant sein. Ja, die wichtigste Frage ist aber, wie viel wird denn dieses Lion kosten? Ja, Lion wird außerdem im Mac App Store, nur im Mac App Store erhältlich sein. Und das Ganze wird nur kosten 23,99 €. Also das ist doch einfach ein Hammerpreis, oder? Noch günstiger als Snow Leopard. Das ist einfach ein Wahnsinn. Nur einen Nachteil sehe ich. Und zwar haben wir jetzt zum Beispiel einen Mac, auf dem noch Leopard läuft. So, jetzt will ich aber OS X Lion installieren, weil ich mir gedacht habe, ja, überspringe ich doch Snow Leopard und installiere dann das nächste. Dann habe ich Pech gehabt. Denn wenn ich den App Store nicht habe, und der App Store, den gibt es ja erst ab Snow Leopard, kann man das Ganze nicht durchführen. Deshalb zuerst Snow Leopard DVD im Laden kaufen, um 30 € und dann das Ganze im Mac App Store Lion installieren, für nochmal 23,99 €. Also das finde ich etwas nachteilig, aber ja. Ja, Lion wird ab Juli erhältlich sein. Das war es eigentlich zu Lion. Kommen wir jetzt zu dem nächsten neuen Feature, und zwar iOS 5.